gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Die Black Deals von Pure werden bunt. Sicher dir Internet mit bis zu 100 Mbits für monatlich nur 17,99 €. Dauerhaft. Und für nur 2 Euro mehr im Monat bekommst du Kabelfernsehen dazu. Mach deinen Black Deal und spare dauerhaft bei deinem Internetanschluss. Alle Informationen zum Angebot im Shop oder auf pure.com. pyr.com. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich in der neuen Woche und zur Montagsausgabe der Drehscheibe Lausitz heute am 18. November. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unsere gemeinsame halbe Stunde starten wir heute mit einem kleinen Blick zurück zum Volkstrauertag am vergangenen Sonntag, einem Tag des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewalt. Auch in Mühlberg-Elbe versammelten sich die Bürger, um mit einer feierlichen Kranzniederlegung der Millionen Menschen zu gedenken, die durch die Schrecken der Weltkriege, Verfolgung und Terror ihr Leben verloren haben. Mehr dazu und weitere Meldungen aus der Lausitz sehen Sie jetzt. Im Rahmen des alljährlichen Volkstrauertages wurden vielerorts Kränze und Blumengebinde niedergelegt. Hier am Hochkreuz der Gedenkstätte für die Opfer des sowjetischen Speziallagers Stalag 4b Mühlberg-Elbe erinnerte Pfarrerin Sabrina Pieper an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Gerade in der heutigen Zeit, wo nur wenige hundert Kilometer entfernt seit 2 Jahren ein unerbitterlicher Krieg tobt, sei die Erinnerung an vergangene Tage so wichtig. Eingeführt wurde der Volkstrauertag 1922 in der Weimarer Republik in Form einer Gedenkstunde an die Opfer des Ersten Weltkriegs im Reichstag. Ab 1926 wird er regelmäßig begangen. Das Sprechen des Totengedenkens wurde 1952 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss eingeführt. Die Spreestraße im Radiburger Ortsteil Lippitsch ist seit Freitag wieder offen. Im vergangenen halben Jahr war sie durch den Landkreis Bautzen, den Abwasserzweckverband, kurz AZV, Kleine Spree und die Gemeinde Radibor ausgebaut worden. Der Landkreis erneuerte auf einer Länge von etwa 400 Metern die Fahrbahn. Der AZV Kleine Spree verlegt einen neuen Entwässerungskanal und die Gemeinde Radibor baut 2 neue Bushaltestellen. Diese wurden aus dem Kreuzungsbereich an der freien Strecke verlegt, um die Sicherheit für die Fahrgäste zu erhöhen. Bereits im vergangenen Jahr war der in die Spreestraße einmündende Mittelweg erneuert worden. Bürgermeisterin Madeleine Rentsch würdigte das koordinierte Zusammenwirken aller 3 Beteiligten. So könne wirtschaftlicher gebaut werden. Im Zuge der Arbeiten musste der Straßenverlauf um etwa 1,5 Meter korrigiert werden. Wie jedes Jahr, 2 Wochen vor dem ersten Advent, fand am vergangenen Freitag wieder der Feuerzauber in Neugersdorf statt. Die Geschäfte entlang der Hauptstraße hatten bis 22 Uhr geöffnet und luden zum Bummeln und Shoppen ein. Viele Häuser waren weihnachtlich geschmückt und illuminiert. Für das leibliche Wohl sorgten zahlreiche Stände mit Angeboten von Glühwein und Bratwurst bis hin zu kulinarischen Spezialitäten. Aufwärmen konnten sich die Besucher an den aufgestellten Feuerkörben. Auch Spaß und Unterhaltung kamen nicht zu kurz. Organisiert hatte das Event wie jedes Jahr das Organisationsteam des Gewerbevereins Oberland. Zum Abschluss gab es noch das obligatorische Feuerwerk. Soweit unser erster Nachrichtenüberblick. Allerdings wollen wir diesen gern mit einer Meldung in eigener Sache jetzt ergänzen. Am vergangenen Donnerstag nämlich kam Lausitzwelle im Rahmen einer Radiopreisverleihung in Leipzig zu unerwarteten Ehren. Viel Freude gab es in der vergangenen Woche bei den Radiokollegen der Lausitzwelle. Grund hierfür war die Verleihung des Sächsischen Hörfunkpreises 2024, bei der unser Sender gleich 2 von den insgesamt 5 begehrten Trophäen erringen konnte. Erfolgreich waren dabei Stefan Zeuschner und Team in der Kategorie Beste Werbung des Jahres sowie Thomas Langhammer in der Kategorie Beste journalistische Leistung des Jahres für seinen Beitrag 100 Jahre Radio. So betont die Jury in ihrer Bewertung besonders die aufwendige Recherche, den großen journalistischen Fleiß und die hörbare Begeisterung des Preisträgers für das Medium Radio.
Zu seiner Motivation für die aufwendig produzierte zweistündige Sendung gibt sich der ausgemachte Radioliebhaber eher bescheiden. Ja, die Idee war ganz einfach. An sich Jubiläum, 100 Jahre Radio letztes Jahr. Und da dachte ich mir, tun wir mal ein bisschen in den Archiven stöbern. Also zum Teil auch in meinen privaten Archiven. Und so kam die Sendung zustande. Die Geschichte des Rundfunks und halt natürlich auch die Geschichte der Lausitzwelle bzw. Elsterwelle. Den Preis nahm Lausitzwelle-Chef Hans-Peter Schreiber in Leipzig zunächst stellvertretend entgegen. Umso größer die Freude beim Ausgezeichneten. Ja, natürlich war ich ein bisschen überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, diesen Preis zu kriegen. Und ich finde es auch ein bisschen schade jetzt, dass ich nicht anwesend sein konnte bei der Verleihung. Aber es ist jetzt so, wie es ist und ich freue mich natürlich drüber. Und es zeugt einmal mehr davon, dass halt auch kleinere Radiosender vernünftige journalistische Arbeit abliefern können. Und das ist gut so. So ist der Hörfunkpreis durchaus auch Motivation weiterzumachen. Bereits zum kommenden Samstag wird es ab 10 Uhr eine neue Ausgabe des Liederzirkus im Lausitzwelle Radio geben. Und da, so viel sei schon mal verraten, wird es ausschließlich um Songs gehen, die sich mit Verbrechen befassen. Jetzt geht es weiter mit den aktuellen Kurznachrichten aus der Lausitz. Die Weihnachtszeit rückt immer näher und damit auch die Zeit der süßen Düfte auf den Weihnachtsmärkten. Dafür laufen vielerorts schon die Vorbereitungen, so auch im Finsterwalde, wo jetzt der Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Am morgigen Dienstag wird in der Sängerstadt Finsterwalde der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Dies führt am Vormittag zu einigen Verkehrseinschränkungen. Die Straße am Berggarten ist am 19. November von 8 Uhr bis 12 Uhr vollgesperrt. Mit temporären Einschränkungen muss außerdem auf der Eichenholzer Straße, der Schützenstraße, der Rue de Montataire, der Geschwister-Scholl-Straße und der Schlossstraße gerechnet werden. Am 9. Spieltag der Oberliga Sachsen sicherten sich die Handballer des LHV Hoyerswerda einen 31:26 Auswärtssieg gegen den SV Kovik Görlitz. Trotz schwieriger Vorbereitung, geprägt von Ausfällen und improvisierten Trainings mit Nachwuchsspielern, überzeugte das Team mit einer geschlossenen Leistung. Besonders die jungen Spieler Elias Hutsch und Marvin Trunsch sowie Nils Nitsche zeigten großen Einsatz. Gestützt auf eine stabile Abwehr und einen glänzend aufgelegten Torhüter Reimer zog Hoyerswerda bereits in der ersten Hälfte mit 13:17 in Führung. Am nächsten Samstag steht dann das nächste Heimspiel gegen Germania Zwenkau auf dem Plan. Mit einer Veranstaltung zur Einsamkeit im Alter startete der neu gewählte Kreisseniorenrat des Landkreises Görlitz seine Amtszeit im Berggasthof Honigbrunn. Vorsitzende Rose Maria Zock betonte, dass das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone geholt werden muss, um SeniorInnen besser zu unterstützen. Landrat Stefan Meyer lobte das Engagement und äußerte Zuversicht, dass durch ehrenamtliches Wirken Jung und Alt im Landkreis enger zusammenwachsen. Der neue Vorsitzende Jürgen Knospe übernimmt gleichzeitig die Aufgabe des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und setzt auf Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie dem Seniorenkolleg der Hochschule Zittau-Görlitz. Nachbarschaftshilfe-Kontaktstellen im Landkreis Bautzen vernetzen sich, um Pflegebedürftige und Helfer besser zu unterstützen. 4 Kontaktstellen gibt es in Hoyerswerda, Neukirch, Bautzen und Kamenz. Das erste Treffen fand im neuen Büro der AWO Lausitz in Hoyerswerda statt. Eine zweite Kontaktstelle wird vom Falkenberg-Wichtel-Verein in Neukirch betrieben, 2 weitere von der Caritas in Bautzen und Kamenz. Gemeinsame Flyer und die Website nachbarschaftshilfe-oberlausitz.de sollen das Angebot bekannt machen. Es gibt verpflichtende Grundkurse für Helfer und Weiterbildungen nach 3 Jahren. Organisation und Vernetzung der Helfer übernehmen künftig alle Kontaktstellen gemeinsam. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz startete das Jugendamt die Befragung Communities That Care, kurz CTC, an der Robert-Schlesier-Oberschule in Karlau. Ziel der Befragung ist es, Meinungen, Erfahrungen und Bedürfnisse der Jugendlichen ab Klasse 7 zu erfassen, um die Präventionsstrategie CTC gezielt weiterzuentwickeln.
Die Befragung wird derzeit an allen weiterführenden Schulen durchgeführt und legt den Grundstein für Maßnahmen, die ein gesundes und sicheres Aufwachsen ermöglichen. Erste Rückmeldungen zeigen eine hohe Bereitschaft der Jugendlichen, die Fragen gewissenhaft zu beantworten. Die Ergebnisse fließen in kommunale Präventionsmaßnahmen und schulbezogene Auswertungen ein. Kommen wir nun zu den aktuellen Blaulichtmeldungen. Am Samstagmittag wurden die Feuerwehren der Großgemeinde Kolkwitz zu einem Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Hähnchen und Kolkwitz gerufen. Ein PKW Tesla war gegen einen Baum gekracht. Ein Insasse wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde ein Hund schwer und ein weiterer leicht verletzt. Polizisten haben am Samstagabend zwei mutmaßliche Ladendiebe in Zittau gefasst. Die beiden bis dahin Unbekannten trugen in einem Baumarkt diverse hochwertige Werkzeug zusammen und flüchteten damit dann durch eine Seitentür. Kurz darauf stellten die Beamten die beiden tschechischen Tatverdächtigen im Alter von 30 und 39 Jahren samt Diebesgut. Die Waren im Wert von über 2000 Euro gingen zurück an den Markt. Bei einem Unfall in Loser sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Ein 60-Jähriger bog mit seinem Citroën vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die S108 nach links ein. Dabei übersah er auf den von links kommenden Toyota einer 57-Jährigen. Es kam zur Kollision. Zwei Jungen im Alter von 8 und 10 Jahren im Citroën sowie die Toyota-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Let's move. Nanu, wo bin ich denn hier gelandet? Naja, wenn ich schon mal da bin. Hallo, ich bin das Funkhausmännchen. Kennt ihr schon unsere neuen verrückten Hörspielfolgen aus unserem Urlaubsland? So, ich muss weiter an meiner Erfindung arbeiten. Haltet mich nicht auf! Oh, hoppala! In unserem heutigen Beitrag, der unter der Rubrik Zu Besuch läuft, sind wir zu Besuch bei Ute Mittermeier. Sie ist nicht nur Rechtsanwältin, sondern auch Kapellenbesitzerin. Und dort startet die Reise auch, in der kleinen Kapelle in Schwarzheide. Es her, da entstand im Auftrag der Niederlausitzer Kohlewerke ab 1922 in Schwarzheide Ost die evangelische Kapelle Victoria. Am 16. November 1924, das ist jetzt genau 100 Jahre her, wurde sie gewidmet. Dieses Jubiläum hätte nicht begangen werden können, wenn nicht Ute Mittermeier aus Senftenberg die Kapelle vor dem Verfall gerettet hätte, indem sie kurzerhand das Gebäude kaufte. Eigentlich, es war mehr oder weniger ein Zufall. Wir hatten erfahren, dass die Stadt Schwarzheide diese Kapelle verkauft. Die stand vorher im Eigentum des Volkes. Und die evangelischen Christen, die diese Kirche immer benutzt haben, die wollten sich die Kapelle nicht auch noch ans Bein binden, weil sie eben so viele Objekte schon haben und weil eben der Kirchenbesuch relativ gering ist. Und da war eben die Frage, an wen können wir sie verkaufen? Und da habe ich gesagt, ob wir sie nicht kaufen könnten. Und mein Mann war erstmal sprachlos, hat gesagt, andere, die brauchen ein Schiff oder ein dickes Auto und du brauchst eine Kapelle. Und dann hat er noch gelacht und hat gesagt, ja gut, dann kaufen wir uns eine Kapelle. Bei der Kapelle handelt es sich um einen Barackenbau,
der sich in vorgelagerter Position zu drei weiteren Baracken befindet, die um 1912 zur Unterbringung der Beschäftigten der Niederlausitzer Kohlewerke AG dienten. Ob auch die Baracke der Kapelle zu diesem Zeitpunkt bereits bestand und ab 1922 umgenutzt wurde, ist nicht belegt. Dabei wäre die Umnutzung einer Bestandsbaracke nicht unüblich, im Falle der Kapelle jedoch ein außergewöhnliches Beispiel. Die Ausführung erfolgte als eingeschossiger Ziegelbau mit flachem Satteldach. Nach Fertigstellung zeigt sich die Viktoria-Kapelle als verputzter Ziegelbau mit eingebundenem quadratischem Kirchturm an der südlichen Fassade, wodurch der Sakralraum nicht geostet ist, wie sonst üblich bei Kirchen. Die Schiffswände sind durch Rechteckfenster und Pilaster gegliedert. Der Kirchturm umfasst im unteren Bereich das Portal mit eingestuften Gewände und Zahnfries sowie das Glockengeschoss mit abschließendem Zeltdach. Weiterhin zählen zwei Bronzeglocken zum Bestand. Eine von ihnen wurde 1888 in Breslau von Wilhelm Geithner gegossen, die andere 1925 in der Kunstgießerei Lauchhammer. Nun ist das ja eine ökumenische Kapelle geworden, was Sie ankurbeln. Am 1. Mai und am 3. Oktober, glaube ich, gibt es immer ökumenische Gottesdienste. Wie ist das angenommen worden und seit wann ist das? Seit wann haben Sie die Kapelle, dass sie so hergerichtet ist? Das Dach musste ja gemacht werden, das ist genau genommen ein Fass ohne Boden, aber ja. Sie kippen da immer wieder noch was rein. In Senftenberg, wo wir in der Kirche auch aktiv sind, wo wir auch wohnen, da hatte sich das dann unter den Ehrenamtlichen rumgesprochen. Mittermeiers haben sich eine Kapelle gekauft. Und die waren dann ziemlich neugierig. Die haben mehr an so einen Martel gedacht, so 5x5 Meter, und wollten, dass wir hier dann mal was machen. Und dann haben wir dann mit dem Pfarrer Pabel gesprochen, das war unser damaliger Pfarrer, Christian Pabel. Und der war sofort hellauf begeistert. Und dann haben wir innerhalb von 5 Tagen eine ökumenische Andacht oder einen ökumenischen Gottesdienst auf den Weg gebracht. Und da hatten wir gleich beim ersten Mal so, ich glaube, 36 Leute, die dabei waren. Und inzwischen haben wir ungefähr immer so um die 70 Gottesdienstbesucher, die mit uns feiern. Der Rekord waren 104. Die bauzeitliche Ausmalung mit Bibelversen und Gedenktafeln im Kirchenvorraum sowie der Terrazzoboden und das originale Gestühl mit Holzdielenboden im Kirchraum sind erhalten. Die Buntglasfenster werden ebenfalls auf die Gründungszeit der Kapelle datiert, wobei sie bei Sanierungsmaßnahmen im Jahr 1992 in neue Flügelrahmen eingelassen wurden. Die Deckenmalerei in Schablontechnik von Richard Brunsch, das Kreuz und die Leuchten aus Messing stammen vermutlich aus späterer Zeit. Sanierungsmaßnahmen im Jahr 1992 griffen in das Material der Hauptfassade ein. Jetzt haben wir noch einige Einbauten oder einige Möbelstücke, wie man so sagen könnte, in der Kapelle. Das eine ist die Orgel, dort ist der Heilige Jakobus, der Heilige Franziskus drauf. Und dann, es ist das Besondere auch, aus der JVA, Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, haben Sie ein Harmonium gekriegt. Wie ist es denn dazu gekommen? 2011, im September, über die Versteigerung, haben wir dieses Harmonium dann ersteigert. Wir sind dann vorgefahren, ja, und dann waren wir dann in dem Gemeinschaftsraum, wo dann eben die Heilige Messe immer stattgefunden hat, haben dann das Harmonium gesehen und dann haben sie uns dann so, ich weiß nicht mehr, aber das waren so 8 oder 10 Gefangene präsentiert und die waren uns dann eine Verladehilfe. Zur hölzernen Decke. Das sieht aus wie Ornamente, aber da stecken auch ein Haufen Symbole dahinter. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Also die Decke, finde ich, ist das Besondere hier in der Kapelle. Die hat der Schwarzheider Maler Brundisch gemacht. Der hat da Schablonen eingesetzt und hat mit diesen Schablonen die Kirchendecke verziert. Er hat sozusagen sein Glaubensbekenntnis hier an die Decke gemalt. Und man findet immer wieder neue Symbole oder neue Zusammenstellungen, wo man sich einfach nur freut. Insgesamt hat sich die zur Kapelle umgebaute Baracke in ihrer ursprünglichen Gestaltung und mit ihrer Ausstattung weitestgehend erhalten. Von Schwarzheide geht die Fahrt nach Senftenberg. Hier findet der zweite Besuch bei Ute Mittermeier statt.
in der Kanzlei der Rechtsanwältin Ute Mittermeier. Wieso sind Sie Anwältin geworden? Also ursprünglich wollte ich Theologie studieren. Und da hat dann mein Vater gesagt, Ute, du bist katholisch, die katholische Kirche ist noch nicht so weit. Das gibt nur Ärger. Studiere was anderes. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich studiere Jura. Und da hat er gesagt, das ist gut. Vertritt das Recht des kleinen Mannes. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Ich habe unserem Bischof schon öfter gesagt, wir sind so nah beieinander, wir Juristen und ihr Theologen. Das habe ich dem Bischof schon öfter gesagt. Ich glaube, er hat es mir noch nicht ganz geglaubt, aber ich habe voll Hoffnung. Und der Glaube kann bekanntlich Berge versetzen. Menschen wie Ute Mittermeier tragen mit privaten finanziellen Mitteln und viel Schweiß und Herzblut zum Erhalt von Kultur und Geschichte in der Lausitz bei. Auch wenn sie das in ihrem Handeln nicht leitet, so sind sie doch damit Vorbilder. Geschichtlich schauen wir heute auf den Tag genau 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Dabei geht es in unserem Lausitzwelle-Kalenderblatt diesmal um die Postsäule auf dem Altstadtmarkt in Hoyerswerda. Damals fand mit einem großen Akt die offizielle Einweihung der neu hergestellten Säule statt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 18. November 1994 ist eine Replik der Postsäule auf dem Altstadtmarkt in Hoyerswerda aufgestellt worden. Sie wurde einst auf Geheiß Auguste Starken errichtet und gehörte zum sächsischen Postwegenetz. Die Distanzsäulen markierten die Haltepunkte der Kutschen und waren zugleich Fahrplan. Die Angabe der Entfernungen zu den Zielorten der jeweiligen Postverbindungen erfolgte in sächsischen Meilen. Eine Meile entspricht 9,062 Kilometern. Bereits 1730 wurde das Original auf dem Marktplatz aufgestellt, musste aber aus verkehrstechnischen Gründen 1895 zum Bahnhofshotel wechseln, das mittlerweile abgerissen ist. 1955 wurde sie dann vor dem Schloss, später im Eingangsbereich, wettergeschützt platziert. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Jetzt gibt es wie immer an dieser Stelle der Sendung den Wetterbericht und die Veranstaltungstipps für die Lausitz. Egal ob draußen oder wetterbedingt drin, es gibt immer was zu erleben. Heute blicken wir nach Weicha, Bad Muskau und Fischbach. In Weicha stehen alle Türen und Tore offen, zumindest am Mittwoch. Anlässlich des Feiertages am 20. November öffnen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr alle Geschäfte, Einrichtungen und Betriebe für Interessierte ihre Türen. Vom Bäcker bis zum Bauernhof, für Besucher gibt es eine große Auswahl. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen doch einmal hinter die Kulissen der Ortsansässigen. Sind Sie bereit, eine 3-stündige Wanderung zu absolvieren? Falls ja, dann sind Sie am 20. November in Bad Muskau herzlich willkommen. Ab 11 Uhr lädt Geoparkführer Jürgen Siegemund zu einer Wanderung durch das Hinterland vom Muskauer Faltebogen ein. Auf dieser Wanderung werden Sie den sächsischen Räderschnitzer sowie den brandenburgischen Föhrenvlies zu sehen bekommen. Ebenso werden Ihnen die romantischen Landschaften geboten und Sie werden die Sellmühle in Tschornow besuchen. Dort wird es auch warme Getränke geben. Also packen Sie Ihren Rucksack und Ihre Wanderschuhe ein. Alljährlich zum Feiertag lädt der Projektclub Arnsdorf zu einer mobilen Kinoveranstaltung ins Fischbacher Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 10.30 Uhr wird ein spaßiger Nasenbär-Film gezeigt. Ab 14 Uhr wird es dann den Actionstreifen Catch Me If You Can geben, der jedem einen Nervenkitzel verpassen wird. Lassen Sie sich diese Filme nicht entgehen und verbringen Sie einen tollen Tag in Gemeinschaft. Der Montag begann in der gesamten Lausitz mit Niederschlägen. In den höheren Lagen kam es sogar zu leichtem Schneefall. Am Nachmittag beruhigte sich die Wetterlage einigermaßen und es kam gebietsweise die Sonne durch. Die Temperaturhöchstwerte lagen bei 6 Grad. In der Nacht kann es dann wieder stellenweise zu Niederschlägen kommen, bei Tiefstwerten von 1 Grad.
Der Dienstag begrüßt die Lausitz mit einer Menge Regen. In den höheren Lagen können auch noch leichte Böen dazukommen. Das Thermometer erreicht einen Höchstwert von bis zu 11 Grad. Am Abend kann es in den Bergregionen auch zu Schneefall und starken Böen kommen. Seien Sie also vorsichtig, falls Sie noch unterwegs sein sollten. Die Nacht bleibt niederschlagsbehaftet bei Temperaturen rund um die 0 Grad Marke. Der Ausblick auf die nächsten zwei Tage verspricht winterlich zu werden. Der Feiertag beginnt mit Schneefall in der gesamten Lausitz. Die starken Böen vom Vorabend halten auch in den Bergregionen an. Am Tag steigt das Thermometer auf 4 Grad an. In der Nacht bleibt es weiterhin verschneit und die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad. Der Donnerstag startet mit Schneefall. Den Tag über verteilt, lockert es dann auf und die Sonne zeigt sich vereinzelt. Die Temperaturen bleiben allerdings winterlich bei maximalen 3 Grad am Tag und minus 2 Grad in der Nacht. Wir sind fast am Ende der heutigen Drehscheibe Lausitz angelangt. Zum Schluss blicken wir wie jeden Montag in die wunderschöne Lausitzer Natur. Dort widmen wir uns heute der Buche, ein sehr verbreiteter Laubbaum, der zur Familie der Buchengewächse gehört. Doch zu den Details gleich mehr. Ich wünsche Ihnen schon einmal einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten zur nächsten Drehscheibe Lausitz. Bis dahin, auf Wiedersehen. Natürlich Lausitz. Die Buche ist einer der am häufigsten auftretenden Laubbäume in Deutschland. Der Laubbaum fühlt sich besonders in gemäßigten Klimazonen wohl. So liegt das Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa, Nordamerika und Asien. Buchen gedeihen in feuchten, gut durchlässigen Böden und sind oft dominante Baumarten in vielen Waldgesellschaften. Buchen können über 300 Jahre alt werden, einige sogar noch älter. Ihr Wachstum ist im Vergleich zu anderen Bäumen relativ langsam, aber sie können eine beträchtliche Größe von ungefähr 40 Metern erreichen. Buchenwälder sind bemerkenswerte Ökosysteme, denn sie gehören zu den artenreichsten und wertvollsten Waldgesellschaften in gemäßigten Klimazonen. Sie bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tierarten, darunter Moose, Farne, Pilze, Vögel, Insekten und Säugetiere. Die Rinde junger Buchen hat eine leicht wiedererkennbare Oberfläche, glatt und grau. Mit zunehmendem Alter entwickelt sie Rillen, die sich zu einer charakteristischen, grob graubraunen Rinde mit tiefen Furchen und Wülsten entwickeln. In der Volksmedizin wurden Bestandteile der Buchenrinde traditionell verwendet. Einige Studien deuten darauf hin, dass Buchenrindenextrakte antimikrobielle Eigenschaften besitzen können. Der Laubbaum hat grüne, eiförmige Blätter, die zwischen 5 bis 7 cm groß sein können. Buchenwälder haben oft ein charakteristisches, dichtes Blätterdach, das viel Licht filtert und einen schattigen Untergrund schafft. Dieses dichte Laubdach bietet gute Nistplätze für Vögel. Die Buche ist ebenfalls für ihre essbaren Bucheckern bekannt. Die Nüsse wachsen in stacheligen Fruchtständen, den sogenannten Bucheckernmasten. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Tierarten, einschließlich Wildtiere wie Eichhörnchen, Wildschweine und Vögel. Besonders in den kalten Wintermonaten bieten sie wichtige Energiereserven. Auch bei den Menschen waren die Bucheckern in einigen Kulturen eine Nahrungsquelle, die viele Fette, Proteine und Kohlenhydrate lieferte. Heutzutage werden die Nüsse nur mehr zur Gewinnung von Bucheckernöl verwendet. Hinsichtlich der Holznutzung ist die Buche mengenmäßig der wichtigste Laubbaum Mitteleuropa. Das Holz ist von hoher Qualität und wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, von der Möbelherstellung über den Bau von Fußböden bis hin zur Herstellung von Werkzeuggriffen und Musikinstrumenten. Die Buche wird in vielen Kulturen mit Stärke, Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit assoziiert. Die Buche wurde aufgrund ihrer großen ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung zum Baum des Jahres 2022 gekürt. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.